grüße Sie. Ich mache das das erste Mal in Deutsch. Ich lebe schon lange in England und insofern ist das ganz ungewohnt. Mein Vortrag wird ungefähr, sind drei Teile. Der erste Teil, ich werde etwas über UiPath und unsere KI-Technologie erzählen, auch ein bisschen Beispiele geben. Dann haben wir ein Panel von Microsoft und von IBM, die auch zum Stand der KI etwas sagen werden und zu ihren Produkten im Zusammenhang mit UiPath auch. Und dann werde ich etwas über die Immersion Labs erzählen, denn ich leite die Immersion Labs weltweit und dann stelle ich ein bisschen vor, was wir machen und wie das für Kunden sehr interessant sein kann, gerade Prototypen zu entwickeln. Also zum Anfassen, ja, das bestätigt eigentlich, was Emily schon gesagt hatte in gewisser Weise. Also jeder ist committed. Ich habe das jetzt von so einem Forbes-Artikel genommen. Ich fand das nämlich ganz gut, weil es deutlich macht, dass jeder möchte also Automation und KI anwenden, aber wenige haben eigentlich eine wirkliche Klarheit, wie die KI und die Automation im Zusammenspiel wirklich angewendet werden kann. Und als wir in unserem eigenen Event, mehr technischen Event auf unserer Developer-Konferenz im Januar dieses Jahres unser Publikum gefragt haben, da haben die ganz klar gesagt, also die wichtigsten Punkte waren immer das Verarbeiten von kognitiven oder kognitive Technologien, um menschliche Informationen, also Papier, Formulare, Screens, all diese Sachen eben zu verarbeiten zu können, war eins der wichtigsten Punkte, die das Skalieren von RPA-Implementationen sozusagen etwas gebremst haben. Natürlich sind die anderen Faktoren, würde ich sogar sagen, hätte man diese Frage einem nicht technischen Publikum gestellt, wären wahrscheinlich andere Faktoren etwas wichtiger gewesen. Also der Mangel an standardisierten Prozessen, die ganze kind of RPA Lifecycle Management und all diese anderen Punkte sind nämlich genauso wichtig. Die adressieren wir, by the way, in unserem Immersion Lab und erzähle ich später noch drüber. Ganz in dem Sinne ist unsere Philosophie, wenn es um KI und Automation geht, genau die auch schon Emily mehr oder minder in der Studie auch bestätigt hat. Wir bauen also die KI, um unsere Kunden und unsere Anwender zu assistieren. Also im Endeffekt sie wieder gemäß unserer Philosophie produktiver zu machen. Und hier geht es eben um ganz konkrete Dinge, um bestimmte, wir nennen, eingebundene oder embedded skills. Spreche ich auch noch kurz dazu. Und auch im Emulieren von den Tätigkeiten, die man am Desktop, Laptop, am Workplace macht, gehen wir auch noch ein bisschen tiefer und verbinden das mit neuronalen Netzwerk, um eben alle möglichen Screens genau zu erkennen mit einer sehr, sehr hohen Accuracy. Sorry. Das zeigen wir auch nochmal. Das zeige ich Ihnen auch gleich nach. So, unsere Philosophie oder unser Approach ist, dass wir unsere Roboter kriegen einfach neue Skills, die man einfach importieren kann, anwenden kann, wenn man diese Prozesse kreiert. Und es gibt vier Key Skills, die unsere Plattform mitführlich also eingebunden haben wird und teilweise schon hat. Das ist einmal das Visual Understanding, also von praktisch von OCR-Capabilities bis hin zu genaue Objekte von Screen-Elementen und dergleichen zu erkennen. Aber auch das wäre wieder das andere, Custom Skills. Wir können auch unterstützen, dass Sie Ihr eigenes Machine Learning oder Deep Learning Modell praktisch erstellen können und können dann also ganz andere Bildverarbeitungen anwenden und einbinden in den ganzen Prozess. Aber die vier Kernbereiche sind eben alles, was visuell, alles, was sagen wir mal Dokumente zu verstehen, da ein NLP zu haben, die ganzen Keywords und dergleichen zu extracten, aber auch vielleicht eigene Taxonomien, Ontologies zu definieren. Auch all das kann man dann in unserer Plattform machen. Process Understanding, Sie werden sehen, wir werden ein neues Produkt releasen, das dann auch praktisch das Recording so weit geht, um ganze Produkte oder Prozessdokumentation generiert.
und das dann verbindet mit Analytical Darstellung, sodass man auch sehen kann, okay, wo sind jetzt die wirklich besten Möglichkeiten und Opportunities für die Automatisierung. Also auch dort kommt Neues. Und Conversational Understanding, das sind Chatbots. Man kann also eine Menge machen mit Chatbots in dem Bereich. Nicht nur einfach zur Knowledge-Unterstützung, aber auch, warum nicht als ein Interface, um alle anderen Applikationen im Hintergrund sozusagen anzusteuern. Diese direkte Einbindung mit verschiedenen Technologien, die Google, die Microsoft, die IBM Watson und solche Sachen, die verbinden wir alle und sind also sozusagen einfach wie Skills, die man einfach nur reinzieht in den Workflow und damit erweitern kann. Dann haben wir die Ecosystem Skills, also wenn man denkt zum Beispiel die Abby Engine für Intelligent OCR, das ist zum Beispiel ein Ecosystem Skill, den man einfach mit einbindet in unseren Workflow, das ist sozusagen die dritte Kategorie. Und die andere ist, sie haben sicher auch eigene Prediction-Modelle aus der Big Data Analytics, die man hier schön einbinden kann als ein Machine Learning-Modell, um eben Entscheidungen zu fällen oder etwas ganz Spezielles, sagen wir mal, Angepasstes zu haben. Hier so ein Beispiel von der Computer Vision. Der linke Teil zeigt ganz normal, wie unser Robot in einer lokalen Applikation alle Elemente genau erkennen würde, wenn man die Automation macht. Und wenn man dann auf die rechte Seite geht, das ist jetzt ein Citrix-Screen zum Beispiel, das ist dann nur noch ein Image. Das heißt, diese ganzen Elemente werden nicht erkannt. Was wir machen können, ist, wenn man jetzt dieses Bild nimmt, man kann dieses Bild wie so ein Drag-and-Drop in den Workflow ziehen. Das ist also jetzt hier die neue Library von unserer Computer Vision. Das wird dann einfach importiert. Das ist dann wirklich nur ein Image. Und jetzt kann ich sagen, okay, in dieses Image möchte ich in einem bestimmten Element Eingaben machen und dann nachher auch einen Button klicken. So, und nachdem ich das gemacht habe, kann ich jetzt auf die, jetzt erkennt er alle Felder. Und das ist, wie das funktioniert ist, wir haben den Robot erweitert eben mit diesem neuronalen Netz, das haben wir trainiert auf Windows-Objekte von Buttons bis Combo-Boxes bis untergleichen, sehr gleichen für Linux, sodass er das alles völlig automatisch erkennt und natürlich wesentlich akkurater ist. Das heißt, wir haben die Augen des Robots sehr, sehr intelligent gemacht. Das ist also das, was wir im Computer Vision-Bereich machen. Und es ist auch eine ganze Sache von Drag and Drop, das ist die Philosophie. Wir nehmen statt diese komplizierten Modelle, die man bauen muss, kann man jetzt einfach mal dieses Modell so reinziehen in den Workflow und warum nicht vorgefertigte Modelle zu haben. Hier ein Beispiel, der Kollege hier, wir haben ein neuronales Machine Learning Modell, recht straightforward, dass allerlei Rechnungsbelege einfach so erkennen kann. Das haben wir darauf trainiert. Und dieser Kollege, der wird jetzt ein Foto machen von einem Rechnungsbeleg, den er sich dann selber zuschickt. Und dann zeigen wir auch den Robot-Workflow, der das dann einfach erkennt. Extrahiert die Information und das so, wie wir das vorhin vielleicht gesehen haben bei den anderen Beispielen, also dieses hier alle Elemente erkennt und dann mehr oder minder kann man die dann nachbearbeiten, was immer man machen möchte. Und es basiert völlig auf einem neuronalen Netzwerk, auf ein vorgefertigtes Machine Learning Model, das wir sozusagen trainiert haben. Und so kann man verschiedene Modelle finden. Hier, das ist dieses feste Modell, hier Query Machine Learning Model. Da ist das Modell, das Document Type ist Model Receipt, also das ist vorgefertigt für eben Belege. Das ziehen wir hier nochmal rein in den Workflow. Dann refreshen wir das und dann wird das einfach ausgeführt. Das heißt, es ist tatsächlich ein Drag-and-Drop-Modell, ein Machine Learning-Modell, was trainiert ist auf diese Dokumentenart. Und wenn wir es jetzt durchführen, dann kommt jetzt die Validation Station hoch. Das sind alles Elemente, die sind in unserer Plattform jetzt mit drin. Also diese Validation Station, die Sie jetzt gleich sehen hier, das ist Teil von UiPath, hier diese Validation Station, der sozusagen das User Interface. Wenn man jetzt auf die Elemente raufgeht, hat er sie alle dementsprechend markiert, erkannt und man kann dann eben Korrekturen vornehmen, man kann die dann auch weiter trainieren. Also diese kind of Capabilities haben wir jetzt in unserer Plattform drin.
wenn man sich grundsätzlich, sehen wir auch noch das andere Problem, dass diese ganze AI oder KI sehr, sehr technisch ist. Es ist also sehr kompliziert, nicht nur das grundsätzliche Problem zu verstehen, ist es überhaupt ein Machine Learning Problem oder nicht? Sind die Daten überhaupt verfügbar oder nicht? Und wie sieht dann die weitere Modellierung aus und dergleichen? Sehr häufig, wenn wir in dem Bereich, wenn man so weit kommt, dass man eben ein Machine Learning und Prediction Modell hat, dann liegt man nachher an dem Punkt, dass man sagt, okay, hier ist es, wird übergeben, aber das dann nachher zu operationalisieren, also den Betrieb sicherzustellen, dass dieses Machine Learning Model auch immer wieder up to date ist, besser wird und dergleichen, ist immer so eine Sache, die wenig eigentlich in den Plattformen mit eingearbeitet ist. Und wir lösen das Problem mit einem neuen Produkt, also das mehr oder minder ist es eine Architektur, die praktisch unsere Plattform dann hat, nämlich wir nennen das AI Fabric, wo dieses ganze Deployment, also das heißt, heute muss man hochtechnisch sein, man muss dann Dockers und Containers und was nicht alles konfigurieren, um dieses Processing zu machen, das ist alles Teil unserer Plattform, das heißt, das ganze Deployment von Customized Machine Learning Modellen kann man hier einfach in die Plattform mit angeben. Wie schaut das aus? Hier mal so ein kleiner Einblick. Ich gehe dann in den Orchestrator rein, logge mich ein und komme dann in den Orchestrator-Screen, wo ich dann noch die ganzen Roboter sehen kann und ich kann die Prozesse sehen. Aber neu können wir dann auch sehen Machine Learning Skills. Und da gibt es dann Packages. Und ich kann jetzt einfach mein Machine Learning Packages, das ist hier ein Beispiel, wie ich E-Mails besser klassifiziere, kann ich dann einfach hochladen. In den Orchestrator, kann sagen, okay, das ist der Austauschformat ist JSON, die Language von diesem Modell ist in Python geschrieben, das wird jetzt hier einfach dementsprechend angegeben, JSON, Python, kann auch sogar sagen, ob ich GPUs brauche und dementsprechend wird es dann hochgeladen. Und dann verknüpfe ich dieses Paket zu dem Machine Learning Skill. Ja, sodass er hier geht es darum, praktisch wirklich in den Kontext von E-Mails zu gucken und die dann umzukopieren. Ja, so Python, gibt noch ein bisschen Beschreibung dazu und et voilà. Dann habe ich das sozusagen hochgeladen, dieses Paket. So, und jetzt bringe ich also den Skill der Plattform bei, indem ich den Skill jetzt anmelde, hole also mein selbstgestricktes Machine Learning Modell hoch, gebe es dementsprechend, sage, was für CPU-Ressourcen ich brauche und baue das dann auf. So, wenn das hochgeladen wird, werden Dockers-Containers und all diese ganzen Sachen völlig automatisch dann von der Plattform gemacht. Das heißt, wenn ich dann diesen Classifier habe, kann ich jetzt in Studio reingehen und in Studio dann AI Fabric Library reingehen und dann dieses Machine Learning Modell einfach antriggern. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen, wie das ausschaut. Ja, da sind die AI Fabric Machine Learning Skills, das sind Dependencies, jetzt hier Classify E-Mail, gehe ich einfach rein und da habe ich dann die ML Skill, E-Mail Classifier, UI Path und da habe ich dann eben dementsprechend meinen ML Skill, den ich hier mit einbinden kann. Ja, das kann verschieden komplex sein, also kein Problem. Das wird sozusagen Ende des Jahres, also in dem nächsten großen Release dann kommen, unser AI Fabric. Es gibt auch eine On-Prem-Version, das ist hier mit SkyMind, das ist also auch eine Engine, die ist aber on-prem. Und SkyMind-Verbindung mit UiPath ist auch seine Library, die schön miteinander verbunden ist. Die haben hier ein produktives Beispiel bei einem Kunden in Japan. Der wollte ganz gern, dass man diese Pigeonholes, diese Mailbox-Pigeonholes, wenn immer da ein Brief ist, automatisch wer immer zuständig ist für die Mailbox, eine E-Mail bekommt und dann sagt, hey, Post ist neu angekommen. Das könnte man jetzt auf alles Mögliche noch veranwenden. Also das ist ebenfalls ein völlig trainiertes Modell.
Das heißt, die ganze Vision oder die Leute, die mal gesagt haben, RPA ist mehr sowas wie, ach, wenn wir kein API haben, dann nehmen wir RPA. Da sind wir schon längst vorbei. Wir sind also eine ganze Stufe weiter, denn jetzt kann man KI-Technologien, viele, viele Libraries mit einbinden und das ganze System of Engagement und System of Records sozusagen, RPA als eine Basis nehmen, als eine Foundation, und es ergibt ein völlig anderes Bild.